Ich weiß, lange ist nichts mehr gekommen. Ich war auch auf Twitch mega inaktiv, weil ich das Real Life ein bisschen gelebt habe. Also was alles bei mir im Real Life passiert ist, das könnt ihr alles auf dem Motorpair, auf dem Motorvlog-Channel, auf dem Motorrad-Channel abchecken, wenn ihr wollt. Da war ich jetzt die ganze Zeit aktiv, da sind krasse Videos, geile Videos gekommen. Heute soll es aber erstmal wieder um Minecraft gehen, denn ihr wisst, wir sind noch am Aufholen. Ich war ja ganz weit im Voraus mit den ganzen Videos und das bin ich immer noch. Bedeutet, ihr seht Content, der schon eine Ewigkeit herproduziert ist, aber den ich euch trotzdem nicht verwehren will, weil es trotzdem geil ist. Und genau damit wird es jetzt in den nächsten Videos weitergehen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich hoffe auch, dass es nicht allzu schlimm, dass ich jetzt seit Monaten nichts hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, rein ins Video. Viel Spaß. Irgendwas hat's, aber irgendwie halt auch so überhaupt gar nicht, dass es halt einfach scheiße hässlich aussieht so. Also der untere, das untere Abteil jetzt. Ich lasse das jetzt so, ich tüfte ja nicht weiter rum, weil es auch irgendwie nicht besser wird einfach. Und hier finde ich es eigentlich besser als vorher. So, und ansonsten gefällt mir das soweit eigentlich ganz gut. Ich versuche jetzt aus dem oberen Ding irgendwie noch was rauszuholen. Ich will jetzt nur einmal gucken, ob wir vielleicht da die Dinger ändern können. Ob wir vielleicht diesen Balken nach oben durchziehen. Das muss ich mir mal angucken, ob wir den nach oben durchziehen. Und wie habe ich hier den Balken auch anders vorgestellt, als ich eigentlich wollte. Weil der Balken müsste ja einmal in der Mitte durchgehen, aber geht er ja nicht, weil ja da eine Farm im Weg ist. Heißt, da kann eigentlich gar kein Balken in der Mitte durchgehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Das Ding ist, der Balken, der hier rausgucken wird, muss ja, also der muss, also Real Talk, das muss, auf der gleichen Ebene wie die Balken hier unten sein. Bedeutet, wenn ich jetzt hier diesen Balken so baue, ist dieser Balken nicht mehr auf der Höhe mit den Balken. Heißt, es wäre unsymmetrisch. Die Wand und die Wand. Heißt, es geht nicht, Digga. Das können wir nicht so lassen. Heißt, ich werde das wahrscheinlich doch irgendwie verändern. Aber das gucke ich mir gleich an. Ich lasse mir jetzt erstmal eine Lösung für die Wand hier einfallen. Ja, aber ist doch, sagt ehrlich, es sieht schon krass danach aus, als wären es zwei Grillen, die aufeinander sitzen und ihren Spaß halt vollziehen und haben. Es sieht wirklich krass danach aus, Digga. Also, wir sind jetzt fertig mit dem Äußeren, Digga. Ich habe es wirklich nochmal gut rausgerettet mit dem Chat zusammen. Wir haben so die Balken nach oben gehoben und ihr seht, das sieht jetzt wesentlich besser aus. Also finde ich. Ich finde, das sieht wesentlich besser aus. Das Ganze auch nochmal ganz kurz hier von All Around zeigen. Ich habe jetzt hier an die Seiten, da außen habe ich Glas hingetan. Da unten Barrels. Einfach weil, ich weiß gar nicht warum, die Barrels passen da einfach irgendwie hin. Und sonst sind die Räume soweit finally finished. Das dicke Problem ist jetzt erstens, uns fehlt noch die Belichtung. Bedeutet, ich werde hier in die Decken von jedem Raum, werde ich hier oben oder auf den Decken oben drauf, einmal immer Glowstone-Reihe, Teppich drauf, weißer. Dann wieder irgendwie drei Blöcke Platz. Glowstone-Reihe, Teppich auf deinem Platz. Zweites, viel größeres Problem ist das hier oben. Okay, ihr seht es nicht, weil es ist nicht erkennbar, aber besser gezeigt, guckt euch mal das hier an und dann guckt euch mal das da an. Ihr habt recht, diese Dinger hier sind viel weiter auf der Seite, das sozusagen zwei Blöcke, als die da. Bedeutet, ich werde sehr wahrscheinlich hier die zwei Blöcke abreißen, werde Glas dann mehr nach hier hinten schieben um zwei Blöcke und werde hier diese komplette Wand einmal umstrukturieren und symmetrisch mit den Balken, die gegenüber sind, machen. Real Talk, es sieht so krass nach zwei Grillen aus, die X haben. Du kannst dir nichts erzählen. Es sind so hart zwei Grillen, die gerade richtig intensiven haben. Es geht nicht anders. Und stell dich mal vor, wie geil das wäre, wenn er hat einfach zwei Augen und zwei Münder dran, Junge. Ja, aber erstmal egal, wir versuchen seriös zu bleiben. Es reicht schon das eine Gesicht, was da ist. Also ich würde es jetzt nicht wieder so hochprallen. Am Ende fällt mir wieder irgendwas auf, was mich noch stört. Aber ich glaube, die puren Grunddesigns sind durch. Wir haben jetzt die Wand hier oben auch finally umgesetzt und finally so verändert, dass sie in jeder Ebene gleich und symmetrisch zu den Balken hier drüben ist. Sieht man hier. Sehr gut. Zack, zack. Hier sind tausende Mobs. Man sieht es jetzt nicht durch mein Lightpack. Warte, ich kann das mal rausmachen. So. Ja, das macht dann schon wieder einen derben Unterschied zum vorherigen Bild. Also hier muss auf jeden Fall ein bisschen was beleuchtet werden. Das werde ich dann, wie gesagt, mit Glowstone und Teppichen machen. Dann kommt dann hier Reihe Glowstone-Teppich. Dann hier Reihe Glowstone-Teppich, bla bla bla, dass es einigermaßen okay aussieht. Und ich glaube, der ganze Raum sieht an sich jetzt anders aus, ne? So gefällt es mir viel besser zum Beispiel. Digga, Schatten machen so viel aus in Minecraft, ne? Es ist so krank. Just saying, ich habe jetzt hier einmal alles ausgetauscht übrigens, ihr habt ja gesehen. Und so lasse ich das. Wer weiß auch, wie das dann aussieht, wenn dann die Farben wirklich drinstehen. Es ist aber okay, wir haben die Räume jetzt erstmal finally fertig. Das Einzige, was fehlt, ist hier der Balken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den noch bauen dann.
oder nicht, weil eigentlich gefällt mir das an sich so grundauf gut und ich könnte mir vorstellen, dass der Balken sau viel zerstört eher, statt wieder gut zu machen. Aber kann ich euch jetzt noch nicht sagen, Alter. Ich überlege da schon die ganze Zeit, Junge, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, nee, pass auf, dann lassen wir den Balken weg. Scheiß auf den Balken. Ja, okay, pass auf, dann, Digga, dann machen wir jetzt direkt weiter, wenn wir da jetzt keinen Balken mehr hinbauen. Dann starten wir direkt und ich fange jetzt direkt an mit dem Farmbau. Dann müssen wir nur im Prinzip den Mittelblock finden. 9 in die eine Richtung, 11 in die andere. Und dann ziehe ich jetzt hier einfach die Farmen durch. Also eigentlich sollte es relativ schnell gehen, weil es jetzt wirklich nur monotone Blockgesetze ist, bis es halt funktioniert. Wisst ihr, wie ich meine? So heftig aus, warte, ich muss es mir nochmal kurz angucken. Von innen sieht das so viel geil aus. Ich hätte wirklich das irgendwie machen müssen, dass wir hätten von oben entweder raufgeguckt, wirklich, oder dass es hätte irgendwie anders funktioniert, was Design angeht. Da ich das in so einem Glaskasten baue, wo du von der Seite raufguckst, wo du halt eh nichts siehst, weil es ja von der Seite ist, ist halt so dumm. Das war wirklich unbedacht, aber naja. Es ist jetzt, wie es ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wir lassen es jetzt einfach so. Also wir haben jetzt, by the way, kurz Update, wir haben die Clock jetzt schon gebaut. Die Clock hier vorne steht. Die ist finally. Man kann die jetzt hier anschalten und dann müssten theoretisch alle Generatoren, die man hier sieht, also alles, was jetzt hier gebaut worden ist, müssen dann theoretisch Stone oder müsste Stone generieren, bis halt hier vorne bis zu den Pistons. Und das überall. Und wenn das funktioniert, haben wir schon mal, ich würde sagen, 60% der Miete. Danach wird hier nur noch dieses Kreislaufsystem oben raufgespannt und dann sind die ersten Farmerteile schon durch. Der ist so krank, ne, wie groß das ist. Wenn du überlegst, wie lange ich hier rüberlaufen kann alleine, ne? Auch wie das aussieht, Junge, es ist so unnormal. Ich kann einfach eine komplette Rakete hier verfliegen. Nur um vom einen Ende bis zum anderen zu kommen. Boah, aber von vorne sieht schon geil aus. Von vorne ist schon wild, Mann. Aber halt von der Seite nicht. Und das war ja das Ziel. Ja, obwohl auch von vorne passt es nicht, Digga. Es sieht einfach scheiße aus in dem Glaskasten, ich sag euch ehrlich. Punkt, wir haben es einfach verkackt. Okay, ich brauch's auch gar nicht mehr gut reden. Es ist einfach verkackt, aber es ist halt, wie es ist. Scheiß drauf. So, jetzt können wir das Ding anschalten. Mal gucken, was rauskommt. Seid ihr bereit? Oh, ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt, Digga. Hier sind jetzt 17 Stunden Farming-Prozess, locker 6 Stunden Design und nochmal 6 Stunden purer Farmbau reingeflossen, okay? Nur für diesen magischen Moment jetzt. Oh. Also es fängt auf jeden Fall grob an zu laggen. Hat funktioniert, Digga. Ah, natürlich hat es funktioniert, was auch sonst. Ah, das war so klar. Guck mal, es lädt da hinten nicht mal das Wasser. Es lädt nicht mal, weil es so weit weg ist. Weil es gar nicht schafft, das zu laden. Boah, es sieht schon echt cool aus. Also das Design halt nicht, ne, aber wie das so geschieht, sieht cool aus. Ja, das wird man halt von hier drin nicht sehen, Digga. Beste Leben. Ich habe einfach die Dinger gebaut dafür, dass du auf so eine Wand guckst, weil du siehst gar nicht, wie kurz ist. Oder wir bauen einfach, Digga, wir bauen einfach hier drauf, hier oben drauf, das Lagersystem. Dann kann man wenigstens alle Prozesses sehen. Das ist ja Weird Talk eine Idee, wenn wir hier oben einfach das Lager drauf bauen. Da kannst du hier gucken, kannst hier gucken und du kannst da hier rausgucken und siehst alles. Das ist ja wahrscheinlich eine coolere Idee, oder nicht? Und wir laden trotzdem alles, weil von hier wird definitiv alles geladen. Ich glaube, wir setzen hier das Lagersystem drauf. Ist noch nicht finally, aber ist ein Hintergrundgedanke von mir. Ich habe jetzt finally Plan gemacht, wie das hier mit dem Knochenmehltransport dann abläuft. Hier wird das Knochenmehl produziert, kommt hier rein, wird hier gedroppt, kommt dann hier raus, geht dann hier hoch, Fahrstuhl, zack. Geht dann einmal von hier aus bis, oder hier, von hier aus, dann einmal im Prinzip hier lang. Wird hier eingesammelt von den ganzen Dingern, die das im Prinzip brauchen, um dann das Moos herzustellen davon. Der Überschuss kommt dann hier hinten raus, wird dann hier lang gezogen, damit es halt gut aussieht. Und geht dann hier in den Fahrstuhl, der dann für diesen ganzen Farmabteil hier zuständig sein wird. Und für den Farmabteil, der da oben sein wird. Und dieser Fahrstuhl bringt das dann erstmal rüber zu den Dingern da, wo es halt hin soll, ne? Eigentlich dumm, theoretisch wäre es schlauer, wenn wir das direkt darüber bringen lassen. Eigentlich wäre es schlauer, wenn ich einfach hier lang gehe, dann hier lang und da außen rum. Und das dann direkt da einsortieren lasse, oder? Neue Idee, neues Glück, würde ich sagen. Wir machen es doch so, das ist schlauer. Let's go. So, da kommen ja Items durch. Das haben wir ja gelernt, dass die durch Half-Sips durchkommen, easy. Ja, guck mal, man sieht sich mal doll. Perfektionismus, ne? Kickt. Genau, so ist fein. Dann geht das hier rum, dann hier rein, hier in den Berg. Und vom Berg lassen wir es
schätzungsweise, denke ich mal, einfach hier rausführen. Dann geht hier eine Line, eine Pipeline drüber, die dann hier rein droppt. Hier vorne in die Wasserleitung. Und dann geht's von hier aus rein in die Trichter. Und das gleiche machen wir mit dem Ding, dass dann irgendwie der Output direkt hier ist. Wisst ihr? Und dann geht hier eine Pipeline runter und die Pipeline führt hier drüber in die andere Pipeline. Und die andere Pipeline bringt das dann wieder nach hier. Und dann haben wir das System schon easy fertig, wie das hierher kommt. Dann würde ich weitermachen als Next Step. Halt mit den letzten Redstone-Feinheiten, die noch hier rangezimmert werden müssen. Und dann können wir die Farm eigentlich danach testen. Erstmal gehe ich jetzt aber los. Ich bin aber auch in sein Gesicht geflogen. Ich hab gerade auf Aufnahme geguckt. Weil ich war noch voll im YouTube-Normie-Shit gerade drin. Und ich guck auf die Aufnahme, ob die läuft. Und dann steht dieser Creeper vor mir. Ach Gott. What? Ey, sieht so... Sieht so krank aus. Wir haben jetzt hier unten komplett Water Sources. Alles, ne? Dass das alles ordentlich abtransportiert wird. Hier kommt dann im Prinzip Bone mehr raus. Geht dann einmal hier entlang bis nach hier vorne. Geht dann hier in den Fahrstuhl. Hier nach oben und wird dann hier einsortiert, dass alle Farmen halt funktionieren, ne? Da kommt Bone mehr rein, da kommt Bone mehr rein, da und da hinten. Und dann schalten wir die Farm einmal an, gucken, ob das funktioniert. Und wenn ja, kann die schon mal währenddessen wir im Prinzip das Abtransportsystem dort bauen, laufen. Denn die Farmen müssen ja einzeln befüllt werden. Heißt, wenn ich jetzt hier jeweils 4 Stacks reinpacke, wird aus den 4 Stacks zum Beispiel dann 8 Stacks durch die Farm. Und diese 8 Stacks werden dann hier wieder einsortiert, bis hier überall 9 Stacks drin sind. Und das muss bei all diesen Abteilen erstmal passieren. Das muss alles erstmal erzeugt werden. Natürlich steigt es sich exponentiell. Nee, ich glaube nicht exponentiell. Doch, es steigt exponentiell, weil pro Farm wird natürlich mehr produziert, mehr eingelagert und so geht es immer weiter. Bis alles komplett fertig funktioniert und alle Farmen im Prinzip Stuff und Knochen mehr produzieren. Und dann bringt die Farm den Ertrag, den wir uns erhoffen. Natürlich fehlt da oben noch was, aber das machen wir später. So, 3, 2, 1, bam. Let's go. Es geht los. Boah, wie satisfying, Junge. Sagt ehrlich, das ist so hart befriedigend, wie das so nacheinander entsteht einfach. So befriedigend. Unfassbar zu befriedigend. Oh, mein Herz wird warm, wenn ich das sehe. Oh, mein Gott, Junge. Oh, ach, scheiße. Wir gucken mal. Ja, und da kommen schon die ersten Knochenmehläumel hoch. Oh, oh, oh. Let's go, let's go. Es funktioniert einwandfrei, Junge. Und das Knochenmehl wird hier auch direkt, obwohl hier vorne, wird da was abgezweigt von dem Knochenmehl? Doch, wird aber, ne? Ja, wird. Werden immer 3 abgezwackt. Da wird man doch so glücklich, wenn man das sieht. Ach Gott, Mann. Oh, das ist so geil, Junge. Das ist so geil. Kommt an. Perfekt. Perfekt, funktioniert einwandfrei. Habt ihr gesehen? Also es laggt, aber es funktioniert einwandfrei. Was sind denn das jetzt für Sekundenlags? Wo kommen denn die her? Jede Sekunde ein Ruckler oder was? Warum ist da Kobbel? Da sollte Stein sein. Oh. Hö, habe ich die Farm geschrottet schon wieder? Aber wie habe ich denn die Farm geschrottet? Ich habe doch gar nicht entladen. Kobbel ist wegen den Lags? Ja, na, weil ich gerade... Ich glaube, das liegt zusammen mit den Sekundenlags bestimmt, ne? Okay, dann haben wir jetzt das fertig. Wir haben den Raum hier fertig. Wir haben die Verbindung von dem Raum nach hier vorne, was Knochenmehlertrag einbringt, haben wir auch durch. Ich werde mich jetzt über Nacht an diesem Raum oder diesen Raum aktivieren und mich, nicht über Nacht, aber so 1-2 Stunden AFK stellen, damit sich die Farm schon mal selbst befüllt und auch dort schon Knochenmehl angeliefert wird. Sobald ich das mitbekomme, dass das halt so voll ist, dass hier Knochenmehl hinkommt, werde ich die Farm ausschalten und euch das morgen einmal zeigen. Und dann sage ich euch morgen, wie wir weiter verfahren. Ich kann euch aber so viel sagen, wir müssen jetzt noch dort oben Knochenmehlfarm bauen. Dann müssen wir hier oben das Lagersystem bauen. Vor dem Lagersystem kümmern wir uns aber um den Abtransport der Blumen, weil die droppen hier bisher nur auf Stein rauf. Also das muss noch gebaut werden, dass es zu einem System halt führt, zu einem Wassersystem und der Wasserstrom dann nach da oben führt. Ebenfalls werde ich dann das Überschuss vom Knochenmehl, was dort unten ankommt,
auch über Wasserstrom, ich denke mal über den gleichen sogar, einfach nach da oben führen lassen. Und hier oben wird das dann aufgeteilt. Ebenfalls kommen alle Redstone-Leitungen, die mit dem Farm zu tun haben, also eine von der Knochenmehl-Farm, eine von der und eine von der, die hier reinkommt, werden alle zu einem im Prinzip und führen dann hier hoch. Und hier kann ich einen Hebel umlegen und alle Knochenmehl-Farm aktivieren. Danach werde ich da einen Hebel oder zwei Hebel, glaube ich, haben von der Blumenfarm, um die halt an- und auszuschalten. Und das ist dann das Prinzip. Dann wird hier oben Knochenmehl angespült, es kommt Blumen an, es kommt Knochenmehl an. Knochenmehl wird produziert, um die Blumen zu produzieren. Und dann werde ich hier noch eine Weizenfarm in ganz klein und schlicht reinbauen, wo ich mich wirklich hinstellen kann und halt nebenbei Weizen farmen kann mit dem Knochenmehl, was überschüssig ist. Und das, was dann noch überschüssig ist, lagern wir einfach irgendwo ein in Schalkerfüllern und Schalkerkisten. Ohne irgendwelche Probleme, dass wir davon auch immer genug zur Hand haben, wenn wir es brauchen. Also so lange dauert es nicht mehr. Eigentlich ist nur noch die Farm hier das große Problem. Der Rest Itemflows bauen, bla bla bla, die ganzen Feinheiten und so, das dauert nicht so lang, aber es dauert auch seine Zeit auf jeden Fall. Lasst gerne eine Bewertung und ein Like da und mehr gibt es dann im nächsten Part. Bis dann.